Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten neuen Video, meine Lieben. Heute habe ich, Entschuldigung, eine Bettwäsche vorbereitet auf 75 Grad, mein Lieblingsprogramm bei Miele. Ich finde es auch noch heute immer schade, dass Miele bei den Maschinen diese 75 Grad aus dem Programm genommen hat. Ich habe die Bettwäsche drinnen auf kurz und auf 900 Schleuderumdrehungen mit Wasser plus. Und habe natürlich eben als Best Finish mein Top-Favorit des Jahres, das Bocher Classic, in der Maschine drinnen. Jetzt werde ich meine Bettwäsche überziehen, die neue, und bis gleich. Meine Lieben, nicht vergessen, immer einen Matratzenschoner drauf, auf die Wäsche, auf die Matratze rauf, unter dem Bettlaken. Das schont die Matratze und natürlich auch habt ihr dann länger Freude an einem sauberen Stoff der Matratze, weil nur der Matratzenschoner gewaschen werden muss, einmal in der Woche oder alle 2 Wochen, und die Matratzen selber, Überzüge nur halt alle halben Jahre. Somit ein kleiner Tipp von mir: immer bitte unter dem Bettlaken einen tollen Matratzenschoner und ihr habt lange Freude an eurem ganzen Bett. Inzwischenzeit habe ich schon da die Laugenabkühlung. Ein kleiner Tipp von mir: wer gerne tagsüber auch im Bett herumknotzt oder sich zum Zurückziehen eines Buch oder Handy lesen zurückzieht, empfehle ich euch, die Bettdecken unter das Bettkissen zu legen, weil das Kissen dann ein bisschen erhöhter ist und auch auf einem Podest ist und auch das Bett immer schön elegant und pedant ausschaut, wenn man es dann hinter sich zurücklässt oder wieder vor sich vorfindet. Und auch wenn man, so wie Kinder in meinem Haushalt es drinnen sind oder gibt, oder Kinder hat, die auch gerne ins Bett ab und zu reinspringen, so ist dann die Bettdecke geschützt und das Bett schaut nicht unordentlich aus und hat immer einen ordentlichen eben Auftritt. So, wie ihr seht, jetzt ist fertig das Schlafzimmer, das Bett ist fertig. Ich habe immer eine Empfehlung, eine kleine am Rande für euch alle. Wählt mit Bedacht eure Bettwäsche, eure Bettlaken. Die sollen immer miteinander harmonieren. Es soll aber auch ein kleiner Kontrast sein. Die Bettwäsche sollte immer gewählt werden, dass man sich wohl in ihr fühlt. Es ist nicht nur ein Schutz für die Steppdecke, die drunter sind, und auch die Kissen, die auf denen man drauf liegt. Es ist ein Anzug fürs Bett, und es gibt ein kleines Sprichwort: so wie du schläfst, so lebst du und so liebst du. Und natürlich, das Bett sollte immer ordentlich sein und auch sauber und auch aufgeräumt. Dann habt ihr auch natürlich lange Freude mit dem und genießt auch die schönen Träume im Bett. So viel von mir im Schlafzimmer, jetzt geht's weiter. Die Maschine hat das erste Zwischenschleudern. Neulich habe ich von einem Kollegen auf YouTube, den ich jetzt speziell auch hier grüße, den Miele Biostar-Fan, habe ich gehört, dass dieser Samtanlauf bei dem ersten Zwischenschleudern eine Rampe heißt. Und ich habe nie gewusst, wie dieser Sanftanlauf heißt. Und jetzt sage ich: nach der Rampe wird jetzt das erste Zwischenschleudern bei der Miele gemacht und dann beginnt der erste Spielgang. Ich bin auf das Resultat gespannt, weil ich habe heute ein spezielles Waschmittel drinnen von meinem zweiten Kollegen, den Tobi. Das ist der Mr. Washer oder Washer. Der hat mir das Surf von Unilever gesendet, die Hawaiian Dream Collection Color and White, und die habe ich gleich hier mit meiner Bettwäsche zum Test vorbereitet. So, ihr seht, ich
habe bei meiner Mühle den maximalen Wasserstand programmiert. Den haben die B1-Maschinen auch die Klassik. Und ich empfehle jedem, den maximalen Wasserstand zu programmieren, wenn Spülen da die Maschinen dann einen perfekten Spülgang haben und ihr wirklich da keine Waschmittelrückstände in eurer Maschine zurückbleiben. So, ich gehe weiter meinen Haushalt machen und bis später. Die Sonne rein in euer Schlafzimmer und füllt euch mit positiver Energie, mit Vitamin D, eure Wohnräume und dann ist der Frühling auch nicht weit weg. Das Badezimmer immer stets sauber lassen. Es ist für eine saubere Hygiene notwendig. Ein sauberes Bad, tolle Produkte, die man benutzt und auch natürlich viel, viel Wasser und tägliches Duschen und ein kleiner Tipp von mir, keine Intim-Lotions für Männer. Wasser und Seife genügt und auch eure Partnerinnen und Partner werden mit euch zufrieden und glücklich. Die Wäsche neigt sich dem Ende zu. Wir haben schon den Weichspüler drinnen und den da. Und dann geht's aufs Wäsche aufhängen. Haltet immer eure Requisiten sauber, das sind eure braven Haushaltshilfen und dann habt ihr auch lange Freude auch an euren ganzen Haushaltsgeräten. Immer sauber halten, immer ordentlich halten, immer die Filter wechseln und auch die Staubbeutel nicht zu überfüllen. Das ist ein kleiner Tipp von Emboss. Und als Finish immer auch eure Pflanzen an den Teppichen mit einer Bürste bürsten. Dann habt ihr auch, wenn man reingeht ins Wohnzimmer, eine ordentliche Visitenkarte, ein ordentliches Wohnzimmereingang und der Teppich ist eine ordentliche Visitenkarte eures Privaten. Noch ein kleiner Tipp von mir, haltet eure Waschbecken und Küche immer steril und sauber, weil da wir immer unsere Essen für unsere Lieben kochen und zubereiten. Und da habe ich einen kleinen Tipp für euch, wie man diese Spülbecken und sauber haltet und die immer glänzen und auch toll abperlen nach dem Waschen. Und da kommt er jetzt. Ein normaler Ferry-Waschtag, den gebe ich da rein und dann mache ich da sauber mit so einem Mikrofasertuch und dann seht ihr jetzt gleich den nachher Vorher-Effekt. So, und jetzt glänzt es. Man kann es noch abwischen noch einmal, aber es perlt ab, weil durch diesen Effekt der All-in-One-Tabs oder Pots des Geschirrspülmittels perlt das schön ab und trocknet aber auch schnell. So, jetzt gehen wir. Lasst, liebe Miele-Benutzer, die älteren Miele-Generation noch besitzen und glückliche Besitzer und stolze Besitzer diesen alten Maschinen sind. Lasst sie so lange in euren Haushalt und meine kleine Empfehlung ist es, wenn die Maschine fertig ist, immer einmal so diese Umdrehung drehen lassen, dass die Maschine dann vollständig fertig ist. Dann kann man sie natürlich öffnen und natürlich immer abwischen, dass da keine Wasserflecken sich bilden und immer auf Ende drehen. Es duftet mir schon toll entgegen, mein liebes Weichspülmittel, was ich da
aus meinem Ausland mitgenommen habe. Und das hänge ich irrsinnig gerne auf. Wir haben Sommertemperaturen heute bei uns in Österreich und auf der Loggia wird das ganz schnell fertig und duftet noch ein starkes Stück besser. So, die Wäsche hängt und jetzt kann sie da in Ruhe trocknen. So, meine Lieben, das war's fürs Erste von mir. Ich hoffe, ihr habt einen schönen eine schöne Wiederzeit mit meinem Haushalt und mir jetzt gehabt. Ich hoffe, euch hat das Clip gefallen. Ich freue mich auf einen Daumen hoch und auf ein Abo, wenn ihr das bei mir zurücklassen möchtet. Ich hoffe, wir werden uns noch sehr oft in meinen Haushalt treffen und tolle Haushalts- und Waschtipps miteinander austauschen. Falls ihr Fragen habt oder Kommentare, kommentiert bitte unter meinem Video gerne. Ich beantworte alle Fragen herzlichst gerne und freue mich auf eure Meinungen. So viel zu mir, meine Lieben, einen schönen Tag, euer M-Wash Star. Ciao, ciao, bye, bye.